What does the sea say? What does the sea say? What does the say see? What does she see? She, what does they? What do they say? They, what does the sea say? What does the shh? What does the what does the Eine Träne, ein Tropfen, ist ein flüssiger Körper, der durch eine Phasengrenzfläche von der Umgebung getrennt und dessen Form wesentlich durch die Grenzflächenspannung bestimmt ist. Wikipedia, die Tränenflüssigkeit hat eine relative Dichte von 1,004 bis 1,005, Brechungsindex 1,336 bis 1,337. Die Tränenflüssigkeit besteht neben Wasser aus verschiedenen Proteinen. Die antimikrobielle Aktivität der Tränenflüssigkeit wird durch die Immunglobuline, Albumin und Globulin erreicht. Ferner besteht sie aus Enzymen, anorganischen und stickstoffhaltigen Substanzen, Kohlenhydraten und 9 Gramm pro Liter Kochsalz, entsprechend einer isotonischen Kochsalzlösung. Eine Träne ist ein Salzwasseraquarium. Google-Suche Tears. Fragenvorschläge. Can you drink tears? If you could collect enough to drink, they would be more nutritious than water. Die chemische Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit hängt von der Ursache der Tränen ab. Emotionale Tränen enthalten bis zu einem Viertel mehr Proteine als Reflextränen. The structure of a tear is much too complex. Paul Bogerts und Jan Peters Videopoem What Does the Sea Say? Verbringen wir in einem Aquarium. Wir können nur lesen, was gesprochen wird im Layout der BBC-Untertitelung für Hörgeschädigte. Es braucht hier Videopoetry, weil doppelte Abwesenheit. Der Topos der offenen See als Naturgewalt, der nie vielleicht ferner ist als in einem Aquarium. Phantasmatische Sehnsucht, Exilerfahrung, Lyrik, Old School. The Sea, ein Arkadien. Zweifach Abwesenheit, weil das Schweigen, die Stille eines gospelchorartig mehrstimmigen Textes erst durch die friedliche Langeweile der Tonspur der Aquariumspumpe zu dröhnen beginnt, zynisch wird. Der Beschreibungstext des Videos, A Sea Expert interprets the sea and convinces the audience, but the sea doesn't agree. Dreistimmig, dreifarbig, Dreiecksverhältnis, Priestersituation. The expert, dominant und dominierend, weiß. Gegenüber, the sea, in blau, großspurig, naturgewaltig, ihre Sprache irgendwie nass. Verdunsten, spucken, Sturm, nass. Als drittes in gelb, alle. Ohne Frage, nur mit Antwort, treu, doof. Am Ende, das Meer, als missglückte Salzwasserträne. Google-Suche Tears. Fragenvorschläge. Do different types of tears look different? Whether triggered by onions, allergies or intense emotion, they all look completely different from each other. The chemical composition of the tear fluid changes depending on the cause of the tears. Sediert, friedlich, blubbernd? Es geht um Deutungshoheit. Um Macht und um Glauben, um das Verhältnis von Macht und Kontrolle und Politik im Sinne der Entscheidung aus politischen Gründen. Und um Rhetorik. Letztere macht den Film immer wieder witzig, humorvoll, dabei Leichtigkeit, Spiel,
verdächtig harmlos. Die Hand, die gegen Ende des Films ins Aquarium greift, zum Glück auch zu Beginn des Films, im Text A Big Hand zu hören, Applaus, dann Spektakel. Wer sind diese Stimmen? Die Fische und Schnecken? Möglich. Auch da ein untergegangenes Schiff. Die Farben der Untertitel, Bonbon-Töne im Inneren des Aquariums. Attrappen von Schiffen und Seefahrt in einer Attrappe von mir, alles Fake, alles Attrappe, Attrappe, Trapp, Trapp. Wir leben in einer Zeit, in der täglich Menschen ertrinken im Mittelmeer. Wenn das Meer erklingen könnte in all den Stimmen, die in ihm gestorben sind, es wäre ein Chor. Der Chor einer zeitgenössischen Tragödie. Wie die Fische abhängig sind vom Füttern ihres Besitzers, so ist auch mein Lesetempo im Luftblasenrhythmus der Untertitel domestiziert, sediert, ein tiefen, entspanntes Hörigwerden. Fütterung, friedlich, Aquarium Europa. Google-Suche. Man hat herausgefunden, Wasser, und zwar jeder einzelne Tropfen, verfügt über Gedächtnis, über die Speicherfähigkeit von Informationen in Bezug auf das, was das Wasser erfahren hat. Akustische Wellen etwa, die Berührung mit Lebewesen. Es findet Informationsaustausch zwischen Gewässern statt. So, what does the sea say? What do they say? What do they see there? What does she see? What does the... What does the sea say? What does the... Danke.